Der dritte Teil von Vanish. Willkommen. Und vielleicht klappt's ja jetzt, ne? Wahrscheinlich ja nicht. Aber egal, Hauptsache wir haben Spaß. Das haben die Eltern früher schon immer gesagt. Ja, Hauptsache der Junge hat Spaß. So. Ich sollte doch mal auf Zeichnungen auf der Wand achten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt in diesem Spiel, wenn sich das eh ständig neu generiert, aber na gut. Nicht, dass diese Zeichnungen, die jetzt hier ab und zu mal zu sehen sind, also nicht diese Notizen hier, sondern diese komischen Zeichnungen. Quit dropping your keys, Hank. That's how we got locked down here that time. Last time. Have you checked the water pump room yet? Nee, ich hab den noch nicht gecheckt, weil ich bisher noch nicht da in der Nähe war. Okay. Der Wasserpumpenraum, ja gut. Der Schlüssel ist entweder dort oder im Generatorraum. Gibt ja nur diese zwei Räume. Zwei Räume und einen Ausgang, das hört sich alles so einfach an. Nö, kein Problem. Wir holen den Schlüssel und raus hier. Überhaupt kein Problem, dachten sich viele andere und haben es selbst nach 10 Folgen noch nicht geschafft. Was soll das denn noch werden? Ja, das kennen wir schon. Fatsch. Wieso müssen wir auch so laute Geräusche beim Gehen machen? Kein Wunder, dass uns das Vieh ständig erwischt. Vorne hat gerade was geblinkt. Sowas liebe ich ja ganz besonders. Ja. Okay. Also hier, dieser Pfeil hier, ne? Also hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Der hat mich direkt in die Sackgasse geführt. Das ist also nichts als Verarsche. It feels like a blah blah blah, das kennen wir auch schon. Hallo? Kleines Monster? Kutschi, 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 kutschi! Ja, schön, dass ich so viele Zettel finde, aber ich würde gerne mal... There's something definitely following me, I swear! If that's you, Phil, I'm going to kill you! Schön, jetzt sind wir wieder am Anfang. Perfekt. Ich geh mal retour. Durch diesen Tunnel. Falls er noch da ist, ja, er ist noch da. Yep. Obwohl es mir jetzt nicht gerade behagt, hier durch dieses Teil zu gehen. Weil ich nach wie vor Angst habe, dass uns hier etwas entgegenkommen könnte. Obwohl das, glaube ich, nicht passiert, dass uns dieses Monster hier... Dass uns dieses Monster hier in diesen Tunnel folgt, wollte ich noch sagen. Ende des letzten Parts bin ich wirklich fast in einem Herzinfarkt gestorben. Als der Herr Duddle an nichts Böses dachte und plötzlich hinter mir kam unser Freund und brach mir das Genick, bevor er mich verspeiste wahrscheinlich. Hallo? Sackgasse? Fuck you! Scheiße! Das war knapp. Okay. Noch eine Runde. Weil es so schön war. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das ging relativ fix jetzt.
Oh Mann, ich habe ja nicht mal einen lausigen Raum jetzt gefunden. Kann das sein? Nicht einen. Hallo? Hallo? Jemand da? Ich laufe, ja, in eine... Fertig! Nee, für heute reicht's. Das war jetzt ein kurzer Part. Egal, es geht weiter. Aber nicht mehr heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.